Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Shakes and Fetcher the Game. Ja, ich wünsche euch erstmal alle ein frohes Neues. Nochmal. An alle Leute, die mein anderes Video noch nicht gesehen haben. Ja, wie ihr seht, 47 war ja am so Silvester und so, ne? Am Wochenende wisst ihr schon so XP-Event. Zum Glück hatte ich, Handy, womit ich online gehen konnte, weil ich ja nicht da war. Ja, was sich geändert hat, equipmäßig hat sich ein kleines bisschen was geändert. Können wir einmal ganz kurz hier, ja, außer den Noob-Schuhe, da hoffe ich, finden wir noch bessere. Und hier, der größte Shot ever, ein Intelligenz-Becher. Ja, und dann noch so ein bisschen Crap. Ja, Gürtel brauche ich auch, da habe ich geschickt drin. Ich habe da Ausdauer gelesen, wie auch immer. Ja, Stufe, ne? Dungeons habe ich eh noch keine gemacht, mache ich ja nur mit euch zusammen. Kämpfe habe ich da ein bisschen was reingekloppt. Dann Abenteuer ein paar Stunden nicht so wirklich. Verdientes Gold und ja, die Gilde blinkt, da gehen wir auch gleich hin. Ihr seht wieder 300 Alu, Standard und so.de. Oh, mein Greif ist noch 2 Tage, muss ich erneuern. Der Trank geht auch noch nicht mehr so lange. Da suche ich mir aber einen XXL-Trank und da blättern wir gleich für. Aber erstmal gucken wir in der Gilde an, weil der liebe Herr Sahne hat einen Gildenkampf gestartet gegen eine, wie ich sehe, ziemlich inaktive Gilde. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Win für uns. Wenn ich da überhaupt noch drankommen darf, ich denke mal eher nicht. Weil unser lieber Herr Starkiller tötet irgendwie schon alles. Ja. Wobei Level 30, da hat er Probleme. Magier. Jetzt kommt der letzte. Der ist auch inaktiv gewesen. Oder hat nicht angenommen oder so. Na, hier kommt Brian. Ja, okay, gegen Krieger ist natürlich hart, ne? Weil die oft blocken. Und da kommt unsere Sahne. Die hat, der hat auch schon, das Sahne hat auch schon gut gelevelt. Ist Level 38 mittlerweile. Und ja, das haben wir gewonnen. Und ihr seht, unsere Gilde wächst ein bisschen noch. Ja. Gut, dann schauen wir in den Dungeons nach. Moment. Vorher in den Zauberladen. Wir brauchen ja noch einen Trank. Und was brauche ich noch? Einen neuen Gürtel. Okay, den finde ich hier nicht. Intelligenz, Geschick. Schüler, ich wollte was mit Geschick kaufen. Nee, Geschick brauche ich ja gar nicht. Ausdauer und Geschick. Nee, nee, Intelligenz. 84 Intelligenz. Nee. Nee, 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 oder? Ach, das ist natürlich schon ein Boost, ne? Ach, nee, komm. Weiterblättern. Da haben wir einen Glückstrank. Den brauchen wir nicht. Gerne einen Ausdauertrank. Da haben wir einen Intelligenztrank. Den nehmen wir natürlich auch. Na, den brauche ich nicht unbedingt. Ich habe hier noch einen dabei. Den können wir erstmal reinhauen. War es das der sogar? Stimmt, das haben wir alle als XXL-Tränke. Ah, wir können auch einmal kurz ein bisschen weiter gucken. Da haben wir einen Stärketrank. Den brauchen wir nicht. Intelligenzglück. 81 Intelligenzring. Nee. Dö. Hier haben wir ein Geschick. Eine 68er. Nee, die bringt auch nicht so extrem viel. Ich würde gerne von jedem Trank. Haben wir noch mal einen Ausdauer? Von jedem Trank gerne noch einen haben. Dass ich nicht so demnächst wieder anfangen muss zu blättern. Ja, das ist Crap. Eigentlich bräuchte ich eigentlich sonst nichts, außer, hier haben wir viele Ketten. Wow, ein 76 Intelligenzring, aber den brauchen wir auch nicht. Ein Löffel. Nee. Nee, du. Die Kette können wir uns holen, die sieht kacke aus. Ein Ausdauer und ein Intelligenztrank, na also, wer sagst denn? Direkt beide sogar. Ja, Intelligenzring, nee. Gut, dann werden wir uns jetzt an den ersten Dungeon mal wieder begeben. Den hier. Das war ja ein Geschickgegner.
Ah, den werden wir aber wohl schaffen. Klar, wir sind 7 Level über den. Ein Intelligenzring. Uch, und Level up. Aber den Ring brauche ich nicht so wirklich. Was bringt mir der an Gold? Na, ich schon nicht schlecht, aber den behalten wir erstmal. Den machen wir den Dungeon. Den hier, der wird ein 100% Epic geben. Soweit ich das noch weiß. Der ist aber auf jeden Fall machbar. Gucken. So. Na, ein Glückshut. Oh nein. Ach Mann. Dann kriegt man so ein Crap. Und ja, aber eine Explosion. Eine lustige Taschenexplosion mit 31 Attribute bringt mir auch nicht so viel. Huch. Zum Waffenladen. Den Ring, der kann weg. Das Glücksepik auch. Komm, das behalten wir erstmal noch. Hier haben wir einen Stärkegegner. Ausdauern, Intelligenz. Aber schlechter als meiner. Dann machen wir direkt den nächsten. Probieren hier. Aha, also, bessere Schuhe. Wenigstens hat sich das schon mal gelohnt. Also, Schuhe haben wir schon mal bessere. So, das kann auch direkt weg. Du, so. Den haben wir denn hier? Ah, den sollten wir auch packen. Da habe ich ihn, Rüdiger, der Sprecher und der Zombie-Kopf, der allgemein berühmt-berüchtigte Rüdiger. Ja, dafür werde ich sogar meinen BH weg tun, ne? Wir haben Rüdiger, ja. Es ist. Mein Handy klingelt. Ignoriert das einfach. Haben wir hier, haben wir einen Geschicklichkeitsgegner. Huch, schaffen wir sogar auch. Hätte ich nicht mitgedacht. Nicht mitgedacht, Nicht mitgerechnet. Dungeon, so, den hier. Ob wir den noch packen, das bezweifle ich. Das ist ein Geschickgegner. Nee, den sollten wir nicht mehr packen. Aber wir haben ja noch andere Dungeons hier zum Beispiel. Da können wir noch ordentlich was aufräumen. Crap-Handschuhe. Müssen wir aber wieder aufräumen hier, du. Zack. Den BH würde ich gerne erst noch behalten. Das kann auf jeden Fall schon weg. Komm, den schmeißen wir ein. Jetzt haben wir drei Plätze. Das heißt, können wir erstmal genug Dungeons hier durchziehen. Und noch ein Epic. Wuhu, ein Gürtel. Sogar ein alles nur für mich Attribute Epic. Oh. Egal, wenn die Rüstung runtergeht. Wir haben einen Mega-Imba-Schwimmreifen. Damit gehen wir jetzt nicht mehr unter. Damit sollten wir das eigentlich alles packen mit dem Mega-Schwimmreifen. Oh, die Dungeons, die zieht man hier komplett durch. Schon wieder eine Glückswaffe. Was soll das denn? Ich habe mir extra eine Geschickwaffe aufgehoben noch. Falls wir einen wirklich starken Geschickgegner haben. Können wir mal ausprobieren. So, wir nehmen die. Wir hatten den vorhin fast bis zur Hälfte runtergekloppt. Huch. Nochmal. Okay. Gut, dann nehmen wir wieder die normale Waffe rein. Ich würde gerne auch einen Waffen-Epic mal wieder bekommen. Da haben wir hier haben wir einen Stärkegegner. Da haben wir eine Lichterkette mit Glück. Oh Mann, was soll das denn? Wie viel Pech kann man denn haben? Och Mann. Ja, den BH, den behalte ich erstmal noch. Der ist cool. Ich mag den. Das ist ein Geschickgegner. Ja, gegen Geschickgegner, es wird nicht einfach. Aber hier haben wir ja noch was. Was haben wir hier denn? Der ist 3 Level über mir. Soll ich packen? Wow, Level 50 und hier habe ich meine Epic-Waffe. Ja! Besser kann es nicht laufen, sondern kann der ganze Crap hier auch weg. Ja, Glückswaffe brauchst du denn sowas? Dungeon, dann werde ich den auch nochmal kurz einmal probieren. Okay, der wird einfach nichts. Gut, machen wir mal weiter. Gegen den Piraten Düsterbart haben wir auch noch umgehauen. Dann machen wir noch den Räuber Rotchenklotz. Nee, heißt ja gar nicht. Was ist das für ein Gegner? Ein Stärkegegner. Ah, komm, den müssten wir doch packen. Gut, dann skillen wir erstmal ein bisschen hier auf Stärke. Bis es so 10 Gold kostet, das Stück. Warum drücke ich mal Rechtsklick? So, Geschick skillen wir auch mal ein bisschen hoch. Kann man ja gedrückt halten. Auch so 10 Gold.
Wobei, wir haben ja 10.000 Gold, das sollte ja, ne? Und ja, Geld ohne Ende haben. So, kann man auch nochmal ein bisschen so skillen, dass das in etwa gleich ist. Jetzt gehen wir hier noch auf 100 hoch. Wenn ich das überhaupt schaffe. Ja, hier auch noch auf 100. Und da können wir auch nochmal ein bisschen skillen auf. Ach, wir haben ja über 25%. Ach, mach ich so. Du, dann. Ah, jetzt sind wir noch bei den Goldbeträgen, das gefällt mir doch schon. Wir haben hauptsächlich Geschickgegner als nächstes. Da klatschen wir doch noch ordentlich in Geschick rein. Mach mal Geschick so auf 300. Ja, auf 300. 350. Boah, ach, das dauert mir so viel zu lange. Und Speed drücken! Woohoo! Ab geht die Party! Huch! Huch, das hat ja. Wow, das hat ja eine richtig Kohle gefressen! Huch! Okay, dann probieren wir hier nochmal. Da war ein Stärkgegner. Ja, den haben wir erledigt. Auch knapp, aber es war ja schon klar, dass wir den kriegen. Da ist aber ein blödes Item bei rausgekommen. Ob wir den hier schaffen, das ist ein Stärkgegner wieder. Der ist aber auch machbar. Ja, okay. Den können wir vergessen. Was haben wir hier? Hier haben wir auch einen Geschickgegner. Och, den haben wir sogar noch geschafft. Wuhu, 51. Hier wird ja durchgeballert, die Level wie sonst etwas. Das haben wir ja einen Stärkgegner mal wieder. Aber das werden wir auch noch nicht schaffen. Der hat auch 20 Level Unterschied noch. Hier hatten wir einen Geschickgegner, ne? Den sollten wir aber noch packen. Komm schon. Oh ja, yeah, und noch ein Epic. Intelligenz, Ausdauer, Glück. So gefällt mir das doch. Ja. Dann kann die Kette auch weg. Die Stiefel können weg. Oh, haben wir wieder ordentlich Kohle gekriegt. Ja, komm, den probieren wir jetzt nochmal. Das ist der letzte in diesem Dungeon, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Ah, komm, dann kriegen wir hier noch den Räuber Hotzenrotz hier weg. Und stecke ich. Oh, das war knapp. Ah, komm. Ah, oh, komm schon, die kriegen wir doch. Diese knapp, wie knapp ist das denn? Oh. Die Pilze schwinden auch schon mal. Ja, bis 200 mache ich. Da haben wir noch ein Aller-Attribute-Epic. Da denke ich mal, werden uns auch anziehen, wenn dadurch auch ein bisschen der Damage runtergeht. Aber der Rest geht hoch. Da haben wir fast 32 Crit und. Ja, damit würde ich es. Alter! Würde ich sagen, wir haben richtig gut die Dungeons durchgezogen. Den werden wir wahrscheinlich nicht mehr packen. Nee. Da müssen wir noch ein bisschen leveln für. Können ja aber just for fun mal hier. Ehrenhalle. Wer ist denn über mir? Die sind vom Level her da. Da ist ein Level hoch genug. Den könnten wir mal angreifen. Der haut aber Schaden. Aber easy going. Weg das Ding. Da haben wir auch. Ah, schön was gejumbled. Was haben wir hier? Richtig schön Attribute-Bonus. Nein, es fehlt ein Dungeon für ein Attribut auf alles mehr. Aber wir schaffen aber keinen. Das ist das Problem. Das ist der nächste, den wir schaffen müssten. Ah, der ist aber auch so knapp. Und ich habe schon mal mehr Filter ausgegeben, als ich wollte. Wobei der hier auch wirklich knapp ist. Aber, naja. Schauen wir mal, was in der Gilde hier so blinkt. Tom, nimm auf. Nimmt auf. Woher will das wissen? Woher weißt du das? Ach so, ja, die sehen, dass ich hier die Dungeons mache. Ach so, kann man mal gucken, was hier so alles noch so geschrieben wurde. Huch, ach, da muss ich mich selber gleich immer durchklicken. Damit auch ist auch das Giraffe herzlich im Video ernannt. Herzlich willkommen in unserer kleinen Gilde, kleinen aber feinen Gilde, und wir können den ersten Gilden-Raid starten. Wuhu! Ah, den ersten Gilden-Raid! Da freue ich mich schon drauf! Ah, aber die Gilde ist leider noch nicht hoch genug dafür. Aber ich denke mal, wir werden Just for Fun mal einfach mal einen starten, weil da haben wir auch keinen Nachteil, wenn wir nicht gewinnen. Puh, ich würde aber sagen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Epics möchte ich mich verabschieden und wir sehen uns am Wochenende wieder und.
Ich sehe gerade, wir haben schon 15 Minuten um. Wuhu, so ein Dungeon Run, der ist echt, ne? Wow. Nimmt Zeit ohne Ende in Anspruch. Aber eventuell werde ich sogar noch was aufnehmen bis zum Wochenende und ich würde sagen, ciao, ciao, euer kleiner Tom oder auch bis gleich. Yay, da bin ich wieder. Und zwar sehen wir uns jetzt kurz wieder, weil... Nein, nicht weil ich die Taverne geschafft habe. Nein. Ich wollte euch einmal kurz Bescheid sagen. Ich habe schon zwei Spiegelscherben gefunden. Ich nehme jetzt den dritten und pack ihn rein. Moa. Und dann muss ich noch ein bisschen Alu weitermachen. Und wuhuhu, das ist der nächste Dankenschlüssel. Machen wir auch mal direkt. Und warum ich jetzt gerade euch das zeige, ist, ja, ich möchte euch einmal die Spiegel zeigen. Aber das ist ja nicht so interesting. Ja, hier habe ich noch so einen Gammelhut irgendwo gefunden. Aber einer Gilde möchte ich euch was zeigen, weil wir haben da einen kleinen Gildenkampf gestartet. Und den wollen wir uns jetzt angucken und gucken, wie gut wir das schaffen. Uhu, der erste Kampf. Boah, der ist ja einfach. Und ihr seht schon, wir haben keinen Krieger am Anfang. Starkiller hat diesmal nicht teilgenommen, aber das Giraffe ist dabei. Aber die haben auch alle angenommen, das finde ich gut. Oh, Kundschafter-Duell. Ausweichen gegen Ausweichen. Ah, Brand weicht aber mehr aus. Ach, jetzt auch da ausgewichen. Das wäre dabei ein Sieg für Brian, denke ich mal. Ja, es ist ein, zwei Hits noch, dann ist er down und da dauert das noch. Ist aber natürlich das Levelunterschied und dann. Aber die haben noch viele Gegner. Ich bin gespannt, wie es wird und ob ich diesmal sogar zum Einsatz komme. Das ist die Fragen aller Fragen. Und da ist der erste down. Da ist ein Magier hoch. Ah, zwei Hits leider. Oh, der war inaktiv, hat nicht angenommen. Aber der könnte sogar Brian schaffen. Ja, okay, nicht ganz. Hätte er aber komplett voll teilgenommen, würde er ihn schaffen. Ich denke mal nicht, dass ich da noch drankommen werde. Oh, komm schon, ich will, dass du einmal triffst. Ich will gucken, was du an Damage machst. Komm schon. Oh, Brian, hör auf auszuweichen. Aus. Brav. Komm, hau ihn weg. Ich will hier mal den nächsten sehen. Hau ihn weg. Oh, diese Kundschafter-Duelle, ne? Ausweichen gegen Ausweichen. Ja, also. Da sehen wir das Giraffe. Wow. Wow. Da wird aber aufgeräumt hier ohne Ende. Wow. Gut, ich bin leider schon wieder nicht dran gekommen. Und... Held des Tages, Kleiner Brian, 7 besiegt. Ja, Respekt. Ja, das war der Kampf. Haben gewonnen. Ich kam leider wieder nicht dazu. Aber, huch, das Giraffe hat die Gilde verlassen. Warum? Sorry. Warum hat das Giraffe die Gilde verlassen? Komisch. Aber war, naja, schade. Huch, und wow, Sahne ist wow. Damit machen wir erstmal herzlichen Glückwunsch zu Level 40. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Sahne. Und ja, der Gildenraid, bis wir den starten können, das dauert ziemlich lange, da ich geguckt habe, das ist ziemlich teuer. Ja, darum wird das sich noch etwas auf sich warten lassen und so. Aber... Ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin. Und dann will ich mich erstmal verabschieden und wir sehen uns entweder später wieder oder nächstes Wochenende. Tschüss, euer kleiner Tom. Jo, da bin ich wieder. Und in ein paar Stunden werdet ihr dieses Shakes and Fidget Video sehen. Und kurz vorher wollte ich noch den Gildenkampf zeigen, den wir gestartet haben. Da waren ein paar Haiere drin. Level 45 war das höchste, zwei Stück davon. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das. Einfach mal wird und wir schauen einfach mal rein. Ab geht die Party. Ich weiß nicht, ob der Ton jetzt zu laut ist. Ich mach die einfach mal ein bisschen leiser. So. Und da sehen wir unser Tim, der haut den ersten weg. Der hat schon nicht angenommen. Aber da folgen ja noch einige weiter. Und der eine 45er, das weiß ich, der hat auf jeden Fall den Kampf angenommen. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Und wer gewinnt. Dum, 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 dum.
Boah, diese Kriegerduelle, ne? Sind fast so wie Kundi-Duelle. Dauern 5000 Jahre und dann irgendwann entscheidet sich das. Oh, da ist der erste von uns gleich down. Oh. Endlich gehofft, dass Tim mehr schafft. Oh, jetzt kommt Brian. Ah, Kundi. Ah. Komm, jetzt einmal richtig kritten. Schade. Ah, komm, jetzt ist er aber weg. Schön. Was ist das? Das ist auch ein. Oh, ein Magier. Da wird Brian ein paar Probleme haben. Nein, wird er gar nicht. Hat da weggekloppt. Da, ein 33er. Ich denke, ich komme schon wieder nicht zum Einsatz. Schade. Ich würde auch mal gerne bei Gildenkämpfen dabei sein. Also, ich bin ja dabei, aber im Sinne von, ich will auch mal gezeigt werden. Könnte doch noch was werden. Wenn Sahne jetzt nicht so viel aushält. Aber ich denke mal nicht, dass Sahne vier Leute umhauen wird, weil der 41er sogar angenommen hat, also mit Full Life da ist. Bin ich mal gespannt. Ah, da hat sie nochmal 7000 da rausgehauen. Das ist auch ein Krieger. Die haben eine ziemlich kriegerbelastende Gilde. Also kriegerbelastende Gilde ist verdammt gut für Raids auf jeden Fall. Ah, ein Kundi. Aber leider hat der auch nicht angenommen. Aber, es wird so aussehen, als wird diesmal das erste Mal ich dabei sein bei einem Kampf. Sahne wird das auch nicht so lange aushalten können. Da ist er gleich down. Kriegt er den noch mit? Nein. Oder? Nee, hat er nicht mehr. Da bin ich das allererste Mal zu sehen in einem Gildenkampf. Und ja, wow. Das war's. Aber ich fand's schön, endlich auch mal dabei zu sein. Dass ich auch mal im Gildenkampf dabei bin. Ja, ziemlichen Damage-Output hatte ich. Hat mich gefreut, dass ich auch dabei war mal. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Und ja, ihr seht, die Gilde wird immer weiter ausgebaut. Raid, das dauert noch ein bisschen, bis wir den Raid starten können, weil das Gold fehlt uns einfach dazu. Aber, genau, Charakter. Ich habe, glaube ich, die letzte Scherbe. Ich weiß nicht, ob man die auch noch finden muss, aber ich mach's einfach mal mit euch zusammen. Nein, nein, es fehlt noch eine Scherbe. Schade, ich dachte, ich kann jetzt noch die Scherben zeigen, wie sie komplett sind. Naja, schade. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde mich eventuell gleich zurückmelden, wenn ich noch während meiner 300 Alu noch die Scherbe finde. Und wenn ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war dieses Wochenende. Shakes and Fidget. Bis dann, euer Kleiner Tom. Tschüss. Jupp, da bin ich nochmal ganz kurz für euch. Und zwar ist das Video jetzt ehrlich Samstag hochgeladen worden. Ja, da ich das nicht geschafft habe, tatsächlich. Dadurch wird es heute kommen. Also in ein paar Stunden wird es kommen. Sicherlich. Ja, Gilden Raid, wie gesagt, wird auch mal noch warten. Und warum ich das Video mache, ist ganz einfach, weil ich in der Tavernenquest bin. Nein. Weil ich höchstwahrscheinlich die letzte Scherbe gefunden habe. Und die will ich mit euch zusammen. Ne? Ne? Mach mal Sound hoch. Volle Bulle! Und. Okay, es fehlen doch noch zwei Scherben. Ich dachte, die braucht man nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Euer Kleiner Tom. Tschüss.